Ja, hallo Leute, willkommen auf Bespin Escape. Ihr habt bestimmt lange nichts mehr von mir gehört. Denn es gab kleine Probleme. Ich hatte vor, Let's Plays zu machen. Dann ist was passiert. Hatte keinen Bock auf gar nichts mehr. Und dreckiger Pisser. So sind wir nun hier. Let's play in eine Map von Battlefront 2. Link der Map in der Beschreibung. Ein Kommandoposten für das Imperium. Kompatibel mit Dark Times und so weiter. Wir haben einen Kommandoposten eingenommen. Also ich kann nur sagen, die Atmosphäre der Map gefällt mir erstmal. Aber der Typ gefällt mir nicht. Also, wenn wir diesen Ort erstmal. What the fuck ist das? Ein Kommandoposten für das Imperium. Ach ja, stimmt. Wie ist der noch gleich? Maris Sprut kann doch diese Dinger da kontrollieren. Wir haben die Kontrolle über einen Kommandoposten verloren. Gott, mir geht's so behindert. Ein Kommando. Aber nein! Ist unter ich werde das für euch Let's Play. Mal ganz davon abgesehen, dass ich die noch nie gespielt habe. Komm, Bruder, wir müssen gehen. Wir haben die Kontrolle über einen Kommandoposten verloren. Wir haben einen Kommandoposten eingenommen. Der Feind verliert Verstärkungstruppen. Ah, oh, die Waffenauswahl ist extrem scheiße. Man kann doch erkennen, dass man einen Geonosianer einfach ungetextiert hat hier. Gott, Leute, die Map ist groß. Man weiß erstmal nicht, wo man hingehen soll. Ramcode. Was war das denn gerade? Junge! Mann! Nicht mit mir. Hier, das erinnert doch stark an die anderen von Bespin. Zum ersten Teil. Boah! Habe ich dieses Coral Islands jemals Let's Played von Tribal oder so? Tibrin, genau, Tibrin. Ich glaube, ich habe das mehrmals gemacht, aber hochgeladen habe ich es nie, weil die Datei immer kaputt war. Witzigerweise immer noch auf dieser Map. Oh, du Bastard! Gott! Das haben wir hier nur so kurz gucken, ne? Ich habe so das Gefühl, das ist nicht gerade gut. Oh, doch, tut es. Gute Scharfschützenstellung. Hier zum Beispiel auch. Wir haben die Kontrolle über einen Kommandoposten verloren. So federt man den Sturz ab. Oder auch nicht. Ja, schönes Gefühl wieder hier bei der Front. Eine schöne Ablenkung von das, was passiert ist. Kota. Boah Gott, ich hab den fast, Mann. Der regeneriert sich wie die Bitch, der da ist da. Naja, da das kein Multiplayer ist. Nein. Na jetzt, ich versuche mal da in dieses Ding reinzugehen. Ich will ja auch euch eine schöne Show geben. Also, verdammt. Lad, komm schon. Ja, ich sollte lieber weggehen. Also, was wollte ich sagen? Ja, in dieses Ding da reingehen. Dieses Ding, falls es überhaupt nein kann. Ja, doch. Holst du dein langes Teil auch raus? Also deine Vibro-Klinge? Ist ja nett.
What? Das ist doch hier Han Solo und so, ne? Das ist extrem. Ich will nicht runter gucken. Weit das geht, dann gehe ich wieder zurück, um zu gucken, was da vorher war. Okay, scheiße. Das war's. Als ob die sofort wissen, dass ich auf die schießen würde. Mann, diese Bots. Ein Kommandoposten ist nicht mehr unter der Kontrolle des Imperiums. Unsere Verstärkung wird reduziert. Verstanden. Ah Mann, das ist einfach der gleiche Weg hier. Nehmen wir diesen Ort. Wir haben einen Kommandoposten eingenommen. Wenn ihr euch fragt, was zur Hölle das gerade sollte, ich habe mal versucht, hier einen Videotest zu machen, weil der sowieso immer so verbuggt ist. Nur um zu gucken, wie er so bei schnellen Bewegungen reagiert. Und hoffen wir mal, dass er gut reagiert. Und hoffen wir mal, dass ich wieder verdammt nochmal. Nein! Ihr müsst zugeben, das war schön knapp. Ein Kommandoposten ist nicht mehr unter der Kontrolle des Imperiums. Wir verlieren Verstärkung. Wow. Wow, nein, geh da wieder rein. Scheiße. Ist ja geil. Hat das zwei Sitze? Nein, nur einen, aber trotzdem geil. Ja, ich sollte jetzt wieder rausgehen. Oder was Schlimmes passiert, aber das ist wirklich cool, wusste ich gar nicht. Unsere Verstärkung wird reduziert. Der gehört jetzt. Komm schon. Sie haben einen Kommandoposten eingenommen. Den Falken. Verdammt. Gibt's hier auch den. Die Slave 1 gibt's hier nicht, weil wenn schon der Falke hier ist. Oh, sorry, Bro, du bist auf unserer Seite. Mein Gott, hör auf mich zu verwirren. Ich denke mal, die Felucianer sind böse. Naja, sind die auch, aber ich zock zu viel sofort an die Schlüssel. Sie wollen uns flankieren. Ein Kommandoposten für das Imperium. Und ich war nicht da. Sith Strike. Kommandoposten verloren. Kämpft darum. Das Schlimme ist, jetzt liegen mit den Rebellen auf dem gleichen Level ungefähr. Scheiße. Ach komm, wärst du nur etwas näher dran gewesen. Jetzt bekommst du alles zurück und zwar doppelt. Ja! Oh oh, das ist Ram! Schnitzel. Und das war's mit dem. Wir haben einen Kommandoposten. Ich hab einen epischen Kampf erwartet. Boah, du scheiß Camper! Wo kam der denn? Ein Komm-
Kommandoposten für das Imperium. Ihre Verstärkung schwindet. Snipen wir auch mal schön. Ey, das macht Spaß. Wir haben auch einen. Nein, wo ist der? Wo war der? Lieber Bastard. Also, wen nehmen wir nun? Wir haben die Kontrolle über einen Kommandoposten verloren. Die Felucianer. Schrägstrich Dionysianer, wenn man sein Model benutzt hat hier. Oh, das war geil. Ach das können die doch. Rebell, ausschalten. Für die, die mal keinen Bock haben, dahin zu laufen. Du hast nur drauf gewartet, was? Ich könnte damit hier ein bisschen rumspähen und gucken, was für ein Fahrzeug es noch gibt. Ja, mein. Ja, Sir. Also, wo sind hier die anderen Sachen? Den Kommandoposten für das Imperium. Ihre Verstärkung schwindet. Warum sind die Schüsse gelb? Schalten Sie den Bomber aus! Gelb nicht, bitte. Die Explosionen sind aber grün. Wo ist der Typ? Oh nein. Auf den Bomben ziehen und runterholen. Da ist ein Fahrzeug, das ist mal schön. Nein! Mann, verdammt. Der Kommandoposten ist nicht mehr unter der Kontrolle des Imperiums. Da war eine Granate. Ich hab's gehört. Irgendwas wollte gerade in die Luft gehen. Rebellenabschau ausschalten. Alter, sind wir nicht auf den... Nein, sind wir nicht. Ein Kommandoposten für das Imperium. Feindliche Verstärkung nimmt ab. Ich mag das Ding, das macht Spaß. Sieht aus wie immer. Wir haben einen Kommandoposten eingenommen. Feindliche Verstärkung nimmt ab. Ich zock nie wieder Final Fantasy. Sind wir auch mal fertig? Das dauert ja fast eine Ewigkeit. Hey, der war meiner. Der ist auch meiner. Weg, Finger weg. Das klang gerade wie so eine Ameisenlöwe aus Half-Life. Dieses Tschuh.
the fuck? Wer hat doch gut geschossen. Nur ein bisschen Musik zu machen. Musik, weil ich sie ja sonst nicht benutzen kann. Denn mein Video wird danach immer gesperrt. Tut weh, was? Ja, so ist das Leben. So, jetzt habe ich den einzigen Bagdad-Spender hier zerstört, der mir vielleicht nützlich sein könnte. Das habe ich ja mal wieder toll gemacht. Gott, wie viele seid ihr eigentlich? Ich sollte hier lieber hochgehen und... Ach, du Bastard. Kommandoposten verloren. Kämpf darum! Okay. Bisschen ausspähen mit dem... Jetpacking. Der hat einen Schaff jetzt. Achten Sie auf die Flanken. Also, wo waren diese Dinger da zum Beispiel? Erstmal gehe ich dahin. Da ist nichts interessant. Da zum Beispiel. Wie komme ich jetzt dahin? Komm, 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 verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Mist. Also. Erst zu der Plattform. Was ist letztens mit dem TIE Fighter was? Ernsthaft? Wer flog dann dauernd mit dem Ding herum gerade? Ach, egal. Ah ja, wo war ich? Ah ja, was mit dem TIE Fighter passiert, auf dem wir letztens waren? Ich habe hier versucht, auf so eine Plattform zu landen. Ach, könnt ihr euch alle im Let's Play ansehen. Komm schon, komm schon! Ernsthaft? Mann! Hey, du bist in unserem Neighborhood. Nichts kann das Imperium aufhalten. In der Tat. Ein Kommandoposten ist nicht mehr unter der Kontrolle des Imperiums. Sackgasse, Sackgasse, Sack. Ja, Sackgasse. Nicht Sackgasse, what the fuck. Themawechsel. Battlefront 2. Es leckt gerade, merkt ihr das? Wir könnten das Ding jetzt erobern oder wir schlachten erstmal alle restlichen 22 ab. Ich bin für die Abschlachter. Aber die haben mich abgeschlachtet. Ihr habt euch mit dem Falschen.
Felucia. Felucian. Felucia? Felucia. Vergiss es. Fällt jetzt auf, dass das wie ein TIE Fighter klingt. Ein Kommandoposten ist unter der Kontrolle des Imperiums. Kommt jemand auf die Idee, da jetzt reinzugehen, ne? Seid ihr tot. Wir haben die Kontrolle über einen Kommandoposten verloren. Wir schleudern einen Wasserball auf ihn. Wasserball! Wasserball! Na los, mein Jungfrau, Mann, mit einem deiner Wasserbälle. Bälle. Gott. Wir haben einen Kommandoposten eingenommen. Snipen ist Noobie. Wir werfen Wasser. Denn dieses Compressed Air wäre, also ist das eigentlich nur Luft. Da ist wie ein Wasserball. Sorry, Bro. Reihe mich ein. Und noch ein. Das dann. Formieren. Verstanden. Okay, bevor der letzte noch erledigt wird, ich gehe da jetzt hin. Ach, da bist du. Cloud. Komm rein, Bro. Der Kommandoposten ist. Der Feind verliert Verstärkungstruppen. Hey, wenigstens konnten wir dieses Wolkenauto testen. Das ist ja schon mal der Höhepunkt dieses Let's Plays. Also, Personal Stats, mal sehen. Felucian, Jabone Club, Quota und Racer. Der hat mich zweimal getötet. Yeah. Egal. Danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch nun einen schönen Tag. Ach, wisst ihr was? Auf Wiedersehen, Leute.